Und damit herzlich willkommen zurück. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserer Base. Oder auch nicht. Irgendwie bestimmt irgendwann. Ja, ich suche gerade mal einen Weg. Das Coole ist, dass wir unsere Base in einem echt krassen Höhlensystem haben. Ja, und diese da nun mal nicht auffällt. Ja. Also nicht wirklich auffällt. Ja, wir müssen in die Richtung uns graben. Kann man nichts machen. Okay. Bau hinter uns mal zu mit diesem. Wir hätten über Oberfläche gehen sollen. Und wir sneaken am besten. Passt schon, ja. Passt schon. Wir graben uns jetzt einfach so dahin. Ja. Sind ja nur 240 Blöcke. 140 Blöcke. Ach, guck. Ist doch nichts. Mit einem Block die Sekunde kommen wir schon voran. 130? Ne, dann wären es 260 Blöcke. 260 Sekunden. Circa 3,5 Minuten brauchen wir. Mathe-LK! Lohnt sich, ne? Ja, Leute, das lernt ihr nur im Mathe-LK. Und ja. Wie ihr eine Brücke baut. Unbedingt machen. Und eine Achterbahn vielleicht nicht, aber eine 2D-Achterbahn. Sammel hinter die mal ein bisschen Kohle noch ein, dass die so auf dem Weg liegt. Wie war das jetzt? Ich glaube, dann stemmen die nicht, ne? Nee, also wenn die das letzte, die letzte Wolle haben, die haben vielleicht. Halt die Wolle, die sie noch im Inventar haben. Die Wolle, die sie im Inventar haben, zählt dann noch. Okay. Aber ganz ehrlich, wenn da du nächstes Mal mit einem Leben anfangen müsste, wäre halt auch Assi. Ja. Ich glaube, da würde man dann sagen, komm, wir nehmen den zweiten. Zweitletzten, der hat 5. Und spielt ihr im Aether weiter. Okay. Also 5 wäre halt auch noch in Ordnung, würde ich auch noch beleben können. Dann hat Dalu gar keine Chance mehr. Ja, und sie spawnen halt mit nichts, ne? Ja. Wenn man überlegt, was wir haben. Ja, wir haben, also ganz ehrlich, wir könnten uns einfach auf Jagd nach dem begeben und haben die dann relativ schnell aus dem Spiel raus. Wir snipen die. One-Shot in den Kopf. Hauptsache hinter dir war ein Creeper, der wollte ich einfach mal ganz hart von hinten. Ja. Aber kann ohne Rücksicht auf Verlust. Kann er ruhig. Okay. Begeben wir uns auch nur annähernd in die Richtung? Nö. Ich hab die Koordinaten halt nicht, deswegen muss ich fragen. Ja, ich mach schon. Ich hab mir halt nur ein Foto davon gemacht für die nächste Aufnahmesession. What the fuck? Weil ich nicht dachte, dass wir die diese so oft brauchen. Aber gut. Die Technik ist halt alles. Ja. Hier ist ein abgebauter Stein. Bestimmt nicht von uns. Sicher? Ja. Oh, krass, ich hab ein volles Inventar. Ich auch. Unten, Name. Name, unten. Unter uns. Name. Recht? Ja. Welcher war's? Keine Ahnung, da unten. Wo ich jetzt gerade hin aime. Ich seh ihn. Die Person sieht uns nicht, oder? Sollen wir? Nein. Nein? Das kann eine Falle sein. Ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen. Ich meine, es ist weiß. Basti zockt und extrem verzockt. Ich glaube, er wird hochkommen. Ich tu mal kurz mein Schwert auswählen und alles, so das Übliche. Ich habe auch alles soweit bereit. Wir gucken mal, ob da eine Höhle hinführt. Ja. Ich glaube eher nicht von hier. Warte. Ich meine, ich habe gerade Namen gesehen. Ziemlich nah. Bin mir nicht sicher. Ich auch gerade nicht. Wir sind gerade extrem angespannt, fällt mir auf. Mhm. Ich bezweifle, dass die... Das war rechts neben uns. Ja. Jetzt links. Ich hab den goldenen Apfel bereit. Ich auch. Soll ich den OP-Apfel in die Hotbar legen? Ja, safety first. Nicht, dass das Team Rather ist. Wobei, Rather ist gestorben mit all seinen Items. Gut, aber selbst wenn es Cube ist, müssen wir den fressen, weil
Der hat wahrscheinlich gut kombiniert. Kommst du? Ja. Das macht halt jetzt ordentlich Krach, ne, was du da machst. Juckt mich nicht. Nicht so nah an mich ran, nicht so nah an mich ran. Ja, ich habe hinter uns mal eben so leicht dicht gebaut. Drei Blöcke. Da hab ich keinen Bock, dass die uns einfach so überraschen. Ich sehe den Namen. Ich meine, ja, ich sehe ihn. Ja. Der war da, ne? Ja. Da unten. Da. Wir wissen noch immer nicht, wer es ist, ne? Ja. Ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht auf den Kampf einlassen. Dazu haben wir halt echt, wir haben halt Level und so, wir wollten halt eigentlich erst aufrüsten. Ich will wissen, wer das da ist. Rechts. Basti zockt. Die holen wir uns. Hier rechts. Basti zockt. Grab die nach unten, hier unten in der Höhle. Oh, hier ist ein Minenschacht. Wir sind in einem Minenschacht. Warte. Ich esse gerade. Okay. Die sind im Minenschacht. Ja, links von uns. Einer. Okay, warte. Überlass das. Wir können die wahrscheinlich überlassen. Überlass das mir, okay? Okay. Lass. Ist tot. Zombie. Extremfahrzeug, alle seine Sachen sind verbrannt. Ja. Enderdrop. So. Das ist halt unser Höhlensystem. Ja. Welche Farbe war denn das, Basti zockt? War das nur Basti zockt? Ja, ich glaube schon. Ja, das ist echt unsere Höhle. Basti zockt ist halt, Ich hab noch meine Absorption. Ja, hatte halt auch nichts an Equipment, ne? Nee, nicht wirklich. Hast du jetzt deinen übelsten Apfel gegessen? Nein. Ja! Weiß man ja nicht. Bei dir weiß man's nicht. Hey, ich kann das schon abschätzen. Ich kenn ja Basti. Der ist nicht gut. Laufen wir gerade in die richtige Richtung für unsere Base? Ja. Glaube mich nicht. Doch, das ist richtig. Solange es hier immer weitergeht. Mann, ich suche das Höhlensystem, was wir die ganze Zeit hatten. Weißt du, welches ich meine? Ja, das Anfangshöhlensystem, was wir immer hatten. Was so riesig war und wo man einfach richtig schnell vorankam. Ja. Das hier blockt uns gerade ein bisschen. Bisschen weitergehen vielleicht? Nee, hier waren wir niemals. Er ist halt auch in die Lava gerannt dann zum Schluss, da konnte ich halt auch nicht... Ja, viel retten. Ich hätte die Lava nicht platzieren dürfen, war Fehler von mir, sorry. Ja, das ist jetzt nicht das Problem, ist halt eine Wolle, ne? Die haben wir komplett aus dem Spiel rausgenommen. Ja. Bleib mal kurz stehen. Ich muss mal eben ganz kurz was hier reinschmeißen. Jojo. Schmeiß auf die Erde, schmeiß auf die Erde. Ich hab's da reingeschmissen, die wissen eh, dass hier in der Höhle schon jemand war, wenn die Truhe leer ist. Da können die halt auch ein bisschen Schrott da drin sehen. Das macht jetzt nicht unbedingt so... Hier lang, wir waren schon auf dem Weg nach Home Sweet Home. Ja. Oh scheiße, das ist mein... Oh. Okay, ist nicht schlimm. Wenn man es richtig macht, dann... Achtung, ich mach schon. Okay, mach du. Ich hab 16 EP, bei mir bringt's nichts mehr. In die Richtung. Er war halt echt, Er war halt richtig gut, ne? Er war halt richtig gut, er ist halt direkt gestorben. War aber so schlau und hat die Wolle mitgenommen. Also das war schon so ein MC-Expert gegen Concrafter, ne? Das war übelst. Hier ist es locker. Achtung. Ab. Ja, hier ist es. Ah, krass, ja. Hier lang. Alter, wenn das eine Hexe gewesen wäre oder so, ne? Warte mal auf mich, bitte. Wo bist du? Hier oben. Hier ist unsere Base.
So. Nice. Oh. Das war wieder schon eine geile Episode. Alter. Gleich wieder Action und ein Kill mehr auf unserer Kappe. Ja. Hey, du bekommst die ganze Zeit die Kills, voll unfair. Ich nehme den Zaubertisch hier raus und ein bisschen Lapis. Ja, ja, bring alles raus. So. Ich fange an zu enchanten. Ich auch. Erst einmal Stuff reinbringen. Sowas eben. Obwohl, das Gravel nehme ich wieder raus. Fäden tue ich wieder rein. Gunpowder rein. Das. Oh, Schärfe und Rückstoß gekriegt, scheiße. Oh, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. So. Okay, ich könnte noch eins verzaubern. Schutz. Mal ganz kurz. Mhm. Ja, gut. Ich habe jetzt vier. Ich habe jetzt vier Schärfe, eins Schwerter. Haben wir einen Amboss parat? Ja, in der Truhe müsste noch unser Amboss sein, genau. Okay, nice. Ich hasse diesen Boden, den wir verwenden, ne? Boah, 5 Level für ein Schärfe 3 Schwert. Ich gehe mal in 5 Level farmen. Okay. Sehr schön, Schärfe. 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 Okay, So. Destroyed a Red Tool. Okay. Unsere ist halt echt gut noch versteckt. Also ist echt, ne? So. Achso, ich sollte vielleicht das Holzschwert enchanten. Warte, kann ich hier irgendwas enchanten? Du mir? Einen Bogen. Ich enchante dir einen Bogen. Brauch keinen Bogen. Für später. Ja, gut, für später, das stimmt, ja. Klar. Warte mal, du hättest einen Eisenbrustpanzer machen können. Und enchanten können. Oh. Ich hab ein Schärfe 3 Eisenschwert. Okay, nice. Und noch ein Schärfe 2 Schwert. Das heißt, wenn wir wieder 16 Level haben, kann ich dann mir mein Schärfe 4 Schwert machen. So, Bogen rein. Ich brauche jetzt erstmal 5 Level, um das zweite Schärfe 3 Schwert zu machen. Und dann brauche ich ja noch die Level für ein Schärfe 4 Schwert. Okay. Hier sind noch Sachen im Ofen. Okay. Guck mal, nice, dass du die nimmst. GG. Okay, Cube ist richtig am Rasieren. So, Ups. Ich hab auch noch was zum Braten, Gott sei Dank. Ja, Level ist immer das Schwierigste. Ich hab hier noch übrigens. Wir könnten uns 5 Eimer. Goldäpfel wieder machen. Hier ist noch Gold. Ja, kannst du schon mal machen. Können wir noch nicht machen, wir haben ja noch keinen Äpfel. Lol. Team ist raus. Ich brauche jetzt 10 Level für ein Schärfe 4 Schwert. 10 Level für ein Schärfe 4 Schwert. Okay, 10 Level ist ein bisschen viel. Dann warten wir damit. Redstone abbauen gehen auf jeden Fall. Wir gehen raus. Nächste Episode. Okay. Dann können wir noch mehr alter Pfeile farmen, einerseits. Soll ich das Schärfe 3 Schwert da mitnehmen oder hier lassen? Das zweite. Welches Schwert? Schärfe 3. Dass ich mir halt mein Schärfe 4 Schwert machen kann, aber wenn wir unterwegs sind, haben wir viel Level, kann ich mir das Schwert zusammencraften. 10 Level? Ich brauche 10. Nimm mit. Ich nehme Anboss mit. Okay. Leise. Also, Achtung. Hier ist ein Spieler. Hier ist definitiv ein Spieler. Warum? Halt mal Ausschau. Ich bin mir nicht sicher, dass hier irgendwo einer ist. Das war so unnormal, diese Schritte. Ja, aber Minecraft ist manchmal nicht ganz normal. Okay, warte. Okay, alles klar. Dann hat sich das auch erledigt. Gut,
Ich nehme mal eben Enchanting Table. Nutze die Sicherheit. Ja, lass mich bitte an den Ofen. Dann war's das mit dieser Episode. Bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zusehen und sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.